des Tatverdächtigen feststellt, dann sucht ihr gezielt nach den Au nach dem Ausweis. Alarm. Es triggert mich. So. Dann gehen wir einmal da hoch und schauen mal, wer jetzt Bock hat, irgendwie, Stress weiß zu ich suchen. nicht, mal 5 Minuten auf dem Arsch zu sitzen. Also ich dachte eigentlich, dass niemand im MD ist, aber anscheinend ist niemand im PD. Dann Hier gestürmt. Hallo? Wer hat denn hier Hallo, wunderschön. geklingelt? Ja, das war ich. Ich habe die Klingel gedrückt. Ich wollte mal Ja. gucken, ob ihr auch da seid. Die Wir haben Rezeption war nicht tatsächlich besetzt. eine Klingel. Ja, natürlich. Hier gucken Sie doch, da ist der rote Knopf. Da steht Feueralarm drauf. Und wenn man da drauf drückt, dann passiert. Ja, ist klar. Ist klar, Herr Niemand. Ist klar. Niemand ist im PD, alles klar. Die nicht. Es ist niemand im PD, oder wie war das? Nee, niemand ist Oha. im MD. Ja. Wie kommen wir denn zu der Ehre? Ja, ich wollte mich als Chief ja mal vorstellen bei euch, ne? Das ist ja Ja, sehr höchste gerne. Güte. Seid ihr denn gut eingereist? Es ist am Anfang etwas Holprig. holprig gewesen, weil wir natürlich, ich war ein bisschen verwirrt wegen der Busfahrt, die sehr schön war. Hallo, Herr Fuli. Aber die kommen ja aus Äh, allen die Ecken, das ist ja der Busfahrt. Wahnsinn. Die Ihr hattet eine Busfahrt. Busfahrt? Warum hatte ich keine Busfahrt? Ja, das tut Ich mir hatte natürlich keine leid. Busfahrt. Ich hatte eine sehr charmante Busfahrt mit einem sehr charmanten Busfahrer. Und ich war ein bisschen verwirrt bei der Einreise, weil da waren Kollegen am Rumlaufen, die offenkundig als Polizei deklariert waren. Und naja, Ja, das hat mich auch ein bisschen irritiert. Dann war ich da war echt ich ein so. bisschen irritiert, weil die dann nicht wussten, wer ich bin, wo ich mich dann ein bisschen verwundert hatte, wie das zustande kommen kann. Aber war alles cool. Wir haben dann die Einreise am Flughafen, also die Zollabfertigung, wie man so schön sagt, relativ gut hinter uns gebracht und sind jetzt gerade eigentlich noch mitten in Equipment und Fahrzeuge und ähnliches. Aber es Ah. freut mich natürlich, dass ihr dann trotzdem schon mal vorbeikommt, damit man sich gegenseitig schon mal so ein bisschen sieht. Ja, genau. Also, du bist ja der Chief, ne? Das ist vollkommen Ja, richtig. okay. Also mit dir würde ich schon mal gerne, wenn du Bock hast, schon mal die Nummern tauschen, damit wir uns schon mal kurz schließen können. Das können wir sehr gerne machen. Dann, Und ich glaube zu wissen, dass die Kollegen, die am Flughafen gearbeitet haben, das steht ja von Michel Klemmert, das waren Leiharbeiter, also nimmt sind das nicht so übel. Die haben einfach Oh. Zeitarbeit. Deswegen lief das ein bisschen. Ich habe auch gehört, irgendwie manche wurden zweimal kontrolliert. Ich werde gar nicht Ganz schlimm. kontrolliert. Ja, ihm haben sie Drogen zugesteckt und dann nicht gefunden. Das war auch ganz komisch. Gott sei Dank. Das ist auch für alle Officer gerade interessant. Das Telefon hier in der Stadt hat die Funktion, dass ihr quasi eure Nummer teilen könnt mit der Person, die gerade in eurer Nähe steht. Wenn man das Handy Das hat. bedeutet, ihr braucht die nicht Airdrop. austauschen, sondern das geht per AirDrop. Genau, wenn ihr auf eure Kontakte geht, da habt ihr die Funktion AirDrop und damit geht eure Nummer einmal rum. Hast du ein Handy für mich? Gibt's in 24/7. Im 24/7 kann man allerdings nicht mit Karte zahlen, da müsst ihr Bargeld haben, aber das ist meistens auch immer ein Ja. Bankautomat. Ja. Auch mal tauschen. Ich habe noch nicht Muss mal ich ein tauschen? Handy. Oh, also nie. Ich kam noch nicht dazu. Ja, dann gehen wir kurz darüber zum Supermarkt oder so. Das ist doch direkt Sag mal, gegenüber. Martinez, Ne? Valentano! Martinez war richtig, Wir ne? wollen ja jetzt nicht ernsthaft mit meiner Habe ich doch Frau irgendwo schon. hin. Ja, ich weiß es nicht. Ich gehe ja alle durch. Nur zum Supermarkt Noch wegen einmal. dem Handy, Mann. Ja, das Ja, kommen wir Martinez. gleich Soll in ich der nochmal in die kompletten. Übergehen? Das machen wir gleich in der kompletten Truppe, Herr Brentano. Da brauchen so viele noch ein Handy. Achso, okay. Genau, habt ihr bei euch Funkgeräte bei euch Gar nichts. Wir haben Auch nicht, ja, überhaupt bei uns nichts. auch Wir haben nicht. jetzt erstmal die Bewaffnung gemacht und Nee, habt ihr die überhaupt drin bei euch? Nein. Weil Nein, bei nein, uns nein, nein, fehlen die nein. auch, Bei deswegen. uns keine Chance. Früher, also, ne, eigentlich sollten die da rein. Ich möchte auch nicht unhöflich sein, Herr Niemand, und Sie hier abwürgen oder so, aber Nein, wir nein, haben alles noch gut. so Wir viel wollten zu uns nur tun. kurz vorstellen, deswegen, ich weiß, Genau. was ihr zu tun habt. Also wir hauen jetzt auch wieder ab. Also gar Ne? kein Problem, spätestens. Cool, dass ihr da wart. Wir telefonieren später einfach nochmal, weil ich Ja, oder die sowieso mit Tage, dir noch ein, alles gut. zwei Sachen bequatschen muss. Ansonsten komme ich mal ins Krankenhaus, müssen wir uns nochmal zusammensetzen. Wegen Einsatzbeschreibung.
Abläufen und so, da würde ich gerne nochmal mit dir reden. Genau, deswegen, ich wollte nur kurz sagen, Hallo sagen, das ist halt einfach Gebet der Höflichkeit, dass man kurz Hallo sagt. Setzen wir uns die Tage auf jeden Fall zusammen jetzt erstmal. Machen wir, genau. Ne? Okay, dann euch noch viel Spaß. Wunderbar, dankeschön. Schönen Abend noch. Ne, dann euch einen schönen ruhigen Abend. Gleichfalls. So. Hast du die Nummer gekriegt? Ich hab deine Nummer gekriegt, hast du meine gekriegt? Ja. Wer wie du denkst. Dann der Assistant Chief und Frau Commander King werden dann die Officer eben auf den Innenhof begleiten. Ich komme da gleich hin. Ich gehe eben mit Commander Fuli noch nach oben und dann stoßen wir dazu und der Rest folgt dann, wenn ich auf dem Hof bin. Bis gleich, ihr Lieben. Mal immer umziehen noch. Ja, machen wir. Toretto, mal umziehen, ja? Ja, hatte ich vor. Bevor ich es vergesse, draußen, was denn? Draußen steht noch ein kleiner, blauer, süßer Auto. Der Motor läuft noch. Das heißt, wem gehört ein kleines, blaues Auto? Mio. Der Motor läuft noch. Ansonsten gibt es Ticket. Oh, ja, zahle ich mir selber. Genau. Gerade auf dem Hof in den Autos sitzen. Wir machen das so, dass wir jetzt bei 366 zu dem Laden fahren. Da holt sich dann bitte jeder Officer, der noch kein Funkgerät hat, ein Funkgerät, und der noch kein Handy hat, ein Handy. Danach werde ich dann die PLZ für das Bennys durchsagen und dann fahren wir geschlossen in Kolonne dann zum Bennys. Fahrt hintereinander, fahrt nicht zu schnell, fahrt euch nicht selber in die Karren. Wir möchten uns ja nicht blamieren. Haltet einen normalen, gesunden Abstand zueinander und dann fahren wir uns jetzt erstmal Handys und Funkgeräte holen, wer die noch nicht hat. Alle Officer das Blaulicht anschalten. Gott. Die erste Tür ist kaputt. Tür abgefahren. Funk und Handy kannst du hier holen, Fuli. Ja, okay. Stabile Leistung, Werner. Ja, läuft. Ich wollte eigentlich nur tanken, aber okay. Vor Sicherheitstraining würde ich sagen, ne? Ich hab mich hingestellt, da macht er die Tür auf, bam. Beide vor Sicherheitstraining. Warum? Man benutzt einen Rückspiegel, bevor man aussteigt. Toretto. Hab ich? Ja, anscheinend ja nicht, nee, wenn ich mir die Tür angucke. Hätte mich doch kommen sehen. Toretto, Mann. Das Ding ist neu. War neu. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist es gebraucht. Ja. Leichte Gebrauchsspur, nicht so schlimm. Nachdem ich da so ein bisschen meine Marke reingesetzt habe, wo Commander wir gewartet haben, ist nur noch gebraucht. Commander King. Für Toretto Sicherheitsfahrtraining, ne? Muss ich das machen? Mhm. Okay, Menno, das ist bestimmt lustig oder so. Oder vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon. So. Vielleicht auch einfach nur tödlich. Oh, yeah, yeah. Wäre denkbar. Könnte man doch gleich mal den Benny anrufen. Vorne zum Glück eh hin, ne? Ja. Zum Glück, ja. Jetzt könnt ihr hier erstmal sich unter das Auto legen und das Ding festschweißen. Schönen guten Tag, Frau King. Schönen guten Abend, Herr Fuli. Mhm. Lange nicht mehr gesehen. Ja, schon lange ist her. Dachte schon, du bist nicht hier. Doch. Wollte schon streiken. Oh, nein. Ja, ich hol bald Streikschuss aus. Ja, ja, ich dachte, du bist nicht mitgekommen.
Aber natürlich. Aber natürlich. Geht's dir? Übrigens, Deputy Chief, Willow ist irgendwie... wird die Einreise erschwert. Mir geht's gut und selber. Auch. Warum wird mir die Einreise erschwert? Was los da? Ja, irgendwie wollen sie nicht reinlassen. Zoll wieder. Typisch. Ja, die haben da ein technisches Problem und da sagen die, nö, da darfst du erstmal nicht rein. Ich glaube, die Tanksäule ist auch defekt. Toretto, willst du noch gleich reinfahren direkt? Nee, ich will nur tanken. Also jetzt, da ist noch genug Platz. Also, da ging, ne? Tür abreicht für heute. Das reicht definitiv. Der Rest am Morgen. Ich hab sie nicht abgefahren. Ich hab sie nur aufgemacht. Stimmt das mit dem Tanken? Das muss mir immer noch jemand erklären, Mann. Ja, wir müssen dann bitte auch. Aufsichtsbeschwerde vorbereiten. Ne? Vielleicht gehen die einfach alle nicht. Es ist einfach kein Kraftstoff da. Ja, läuft. Zu günstige Spritpreise hier wieder. Seh dich auch mal, Jana. So. Vielleicht kann man hier wirklich nicht tanken. Dann einmal ein Funkcheck. Hat jetzt jeder ein Funkgerät und ist im Funk. Check, 02. 04, check. Chief, wo ist die Info für dich? Mario? Was denn noch? Wie immer die 1. Check. Für dich die Information: Deputy Chief Willow hat Probleme bei der Einreise. Mhm. Da liegt irgendwie beim Zoll technische Probleme vor, wo er nicht reinkommt. Herr Toretto, haben Sie ein Funkgerät? Ja. Warum checken Sie nicht? Wunderbar. Man kann ja nicht tanken. Herr Toretto, sind Sie im Funk? Frau Martinez und Herr Britano, kommen Sie doch mal eben bitte zur Gruppe. Herr Toretto, sind Sie jetzt im Funk? Ja, aber stimmt doch irgendwas nicht hier. Ja, jetzt ist... Der Werner hatte gerade ein paar Problemchen. Mhm. Kann der Herr Werner sich auch an jeden anderen Officer wenden hier. Ist gar kein Problem. So, Herr Fuli hat Funkgerät. Perfekt. Oh, warte. Alles. Ja. Alles neu, alles anders, alles bisschen spezieller. Gewöhnen wir uns noch dran. Ja, natürlich. Wunderbar, dann hat jetzt jeder ein Funkgerät, oder? Wir machen mal Handzeichen, wer alles ein Funkgerät hat. Hä? Was ist hier? Das wäre dann unterirdische Gedanken. Hä, du hast ein Loch im Hemd, das sehe ich gerade. Gott, wieso ja. Das? Aber das haben wir, glaube ich, irgendwie alle. Ja, ja. Das sind alles Sachen, die müssen wir aufschreiben. Haben wir jetzt gerade meinen Funkcheck eigentlich durch, Mario? Nein. Was? Ich habe keinen Funkcheck gehört. Nochmal? Genau. Aber... Funkcheck? Das muss... Genau. Check. Yeah. Einmal U-Muskel. Jetzt kann man. Check. Wunderbar. Ich habe auch Aua an meinem Hemd. Warum? Ja. Oh Gott, Dann einmal alle aufsetzen in ihre Fahrzeuge und dann fahren wir runter zum Bennys. Bennys ist, bevor ihr jetzt loslauft... Aber ihr seid ja alle im Funk. Bennys ist da, wo es immer war. Und da, wo es eigentlich auch immer hingehört. Die 349. Und alle Officer machen bitte mit dem Kuhmuskel ihr Blaulicht an. Außer Herr Wager. Jake, ich habe meinen Muskel dafür gefunden. Perfekt.
Boah, Leute. Ja, das ist der erste Kratzer. Der Schiffe da hat mir die Karre gefahren. Toretto. Nee, ich hab hier Bremsverwurm gebremst. Ich bin nicht aufgefahren, mir ist einer aufgefahren. Alles gut, wir bleiben bitte in der Kolonne, schließ auf. Stellt euch nebeneinander in Dreierreihen auf. Oder zwei Vierer geht auch, genau. Schick, schick. Hinter die Leitung. Oh Mann. Moin. Einen wunderschönen guten Abend. Abend. Da fand ich gerade um. Uns geht es soweit gut. Ich habe gehört, hier gibt es heute Gratis-Tuning für das PD. Ja, leider. Ich hätte da was mitgebracht. Hola, Fernanda. Hola? Hallo? Dass ich nicht im Strahl kotze. Ja. Hola? Hallo? Ja, hallo gesagt. Hallo? Ja, hörst hallo? Du sie nicht? Doch. Aber ich glaube, sie hört uns nicht. Wer ist denn der Zieh von den Herrschaften? Der vorne steht. Das bin ich. Okay. Mario Martinez ist mein Name. Ja, nein. Stell mich vor. Gib ihm einfach mal die Hand. Genau. Hola. Hola. Ja, von dir. Ay, Dios mio. Ich habe gar nichts gemacht. Also, das ja, das ist. Nein, das ist wirklich noch mit den, mit den Muskeln. Der Knopf für das Umfallen hier ist. Naja, ist egal. Ja, ich hätte da ein bisschen eine kleine Flotte mitgebracht. Von jedem Officer einen Wagen. Der Herr Niemand war bei uns im PD, hatte sich vorgestellt und hatte dann mir mitgeteilt, weil das wohl ihm zugetragen wurde, dass die... Ist vielleicht der Niemand auch, der hochrangig ist, dem es nicht die Sprache verschlagen hat? Also, hört doch. Sie mich nicht? Hä? Also, wir haben doch alle Hallo gesagt. Vernünftig. Der redet doch mit ihm. Aber ich glaube, er hat die neuen Lutzbonbons gegessen und nicht die alten. Ah. Ja. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und deswegen, naja. Ja, einen Moment eben. Moment. Hören Sie uns die anderen? Ich höre jeden. Ja, muss hier. Benvenuti, schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend. Sie, darf ich euch vorstellen oder Ihnen vorstellen, das ist Signor Monetti. Wir würden gerne anfangen, die Autos zu tun. Das heißt, ich bräuchte jemanden, der mit mir kommunizieren kann und mir sagen kann, wie wir welches Auto einmal tunen sollen, und dann würden wir alle genauso fertig machen. Ja, das weiß aber nur unser Chief. Ja, dann. Oder hier der Herr King, glaube ich, ist doch noch da. Ja, darüber habe ich schon keine Informationen. Du bist der Assistent. Ja, ich bin der Assistent, aber ich weiß nicht, wie die weit getunt wird. Frage ist: Was dürft ihr denn alles tunen? Dürft ihr Farbe? Komplett, ein komplettes Fulltune. Das Einzige, was in dieser Werkstatt nicht getunt wird, sind irgendwelche Panzerungen. Test 1, 2, 3. Nee. Hört man mich jetzt? Nee. Buenos dias, Senor Chief. Buenos dias. Ja, Martinez, mein Name, Chief of Police. Entschuldigung,
Ich hatte dich eben gehört, aber irgendwie du mich nicht. Ich glaube, da war was mit meiner Stimme noch nicht so ganz richtig. Na, die hat sich einfach die Sprache verschlagen, als du mich gesehen hast. Ja, dann erzähl weiter. Ich glaube, du warst mitten im Gespräch. Ich wollte nur sagen, ich brauche von den Fahrzeugen jeweils eins, wo wir uns dann aufschreiben, wie wir sie tunen sollen für die Zukunft, damit jeder Mechaniker Bescheid weiß, wie es getunt werden soll. Die Tunings der Dienstfahrzeuge würden wir heute komplett aufs Haus gehen lassen, um als Willkommensgeschenk für die Polizei sozusagen. Und in Zukunft gibt es für die Dienstfahrzeuge, müsst ihr nichts für die Reparatur und für die Wäsche bezahlen bei uns. Natürlich nicht für die privaten, sondern wie gesagt für die Dienstfahrzeuge. Und für das Tuning würde ich mit Ihnen auch nochmal einen extra Preis aushandeln. Mhm. Ich denke mal, also wir hatten damals, also ich hatte aus Erfahrung immer mit dem PD so einen Deal und das hat sich bis jetzt immer rentiert und gelohnt. Ja, da können wir uns auch sicherlich wunderbar einigen. Ich meine, genauso, wir sind ja hier staatliche Behörden. Genauso wissen Sie ja, wenn wir mal schnell zu einem Unfall müssen, dass wir da nicht schnell fahren, weil wir da schnell irgendwie sonst was, sondern weil wir da wirklich in den Einsatz müssen. Und ich denke mal, da muss man sich einfach gegenseitig helfen. Ja, darauf können wir uns wunderbar einigen. Die Sache ist die, die für mich natürlich interessant ist. Fernanda war der Name, richtig? Richtig. Richtig. Welche Möglichkeiten wir denn da haben? Ich denke mal, anpassungstechnisch hat der Lieferant ja soweit alles da drauf gestopft, was da hingehört. Wir haben Sirenen, wir haben Megafone. Ja, das könnten wir uns jetzt zusammen einmal anschauen. Wie gesagt, das erste Auto wird ein bisschen Zeit in Kauf nehmen. Mhm. Aber dann die folgenden halt nicht, weil dann wissen direkt alle Mechaniker bei mir Bescheid, was sie zu tun haben. Okay. Dann. Ich habe Ihnen auch mal meine Telefonnummer geschickt, dann können Sie sich melden, falls irgendwas sein sollte. Okay. Dann mache ich das auch direkt mal. So. Herr Brentano, dann nehmen Sie bitte einmal den Scharnier von sich und. Oder willst du den selber reinfahren, Fernanda? Ich sag mal einfach du. Na, sieh, das ist sogar ganz gut, dann komme ich mir nicht so alt vor. Ja. Soll der Herr Brentano dann den Stanier selber reinfahren oder möchtest du den das Stanier Das kann er reinfahren? Gerne machen. Alles klar, dann gehen wir auf Seite der Brentano, fährt mal eben den Stanier rein. Schönen guten Abend. Was ist denn hier los? Abend. Abend, bisschen Tuning-Maßnahmen an den PD-Fahrzeugen durchführen. Ah, okay. Sind jetzt vielleicht auf dem Schlag ein bisschen viele. Ja, was gemacht werden muss, muss gemacht werden, oder? Genau so sieht's aus. Was ist das, Bruder, wenn siehst du? Hast du... CD, willst du das einmal mitschreiben? Hast du Fata Morgana gesehen, oder? Ich guck nur. Ich guck nicht. Wo ist Ding? Hast du Dings gesehen? Wen? Hamadi? Nein. Die 28 für die 01 kommen. Wunderschönen guten Abend. Hola, amigo. Ich suche einen Hamadi. Wissen Sie vielleicht, wo ich ihn finde? No, ich kenne keinen Hamadi. Kennen Sie nicht? Okay. Mit meinem Funkgerät, ja. Ja, jetzt wo ich dich in der Uniform sehe, nicht mehr so gut eigentlich. Ja, du hast jetzt auch keine Uniform an, ne? Ja, ich werde auch keine mehr anhaben. Ja, siehst du? Weil ich gesagt habe, dass wenn ich jemals nochmal dahin gehe, dann wieder nur als Chief. Richtig. Und ich habe meine Leitung damals nicht an die Personen abgegeben. Das ist auch so richtig. Sondern an jemand anderen, ne? Yep. Aber da hatte ich jetzt kein Beschwerderecht. Soll er tiefer gelegt werden? Vielleicht eine Nuance. Ein bisschen, ja. So? Ja, was geht noch? Geht noch mehr? Ist das tiefste? Ja, dann nimmt man das so. Tiefste. Tieferlegung auf der 5. Stufe. Und das war's. Perfekt. Dann kann ich den rausfahren, ne? Das wäre dann der Stanier, richtig? Ja.
Schickst du das einmal an schwarze Dreieck? Hatte ich jetzt so. Okay. Dann den nächsten. Das nächste Modell. Dann bitte, wer hat den Buffalo in, wem gehört der Buffalo hier? Das so ist. Ja, dann einmal Frau King den Buffalo bitte reinfahren. Warte, bin gleich wieder, muss man zum Auto reinfahren. Wo ist Kolja? Der muss kurz nachdenken. Okay. Er denkt über sein Leben nach. Was er ändern kann. Ist ein bisschen depressiv geworden. Warum? Weiß ich nicht. Musst du ihn fragen. Wo ist der denn? Ach da. Hattest du den Wagen jetzt schon drin, Was hat er gesagt, King? Wem der Buffalo da vorne gehört, der soll hier reinfahren. Welcher Buffalo? Frau King, der hier vorne, Herr Martinez, der kommen? Neben meinem Streifenwagen steht. Meiner. Hä? Meiner. Ja, dann fahr den mal rein. Was mit ihren Stimmbändern? Ich glaube, Meredith war das, glaube ich. Okay, dann macht sie das jetzt. Ach, ja, von hinten. Aber ihr hört mich, halt gerade was anderes klären. Ja, ist gut. Herr King, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Gut, nö, dann... Hallo. Hallo. Oh, ja. Ach, gut. Ein bisschen turbulent heute. Irgendwas haut mit der Stimme nicht hin. Also, ich höre dich ganz gut. Warte mal ab, so wie du bist in der Ausbildung. Auch gerade nicht. Ob du dann noch immer noch verstehst. Ich hab dir mal eine SMS zukommen lassen, ne? Ja, ich müsste da auch ein bisschen was schauen wegen Funk und Stimmbänder. Aber jetzt müsste es passen. Ich habe übrigens mal hier irgendjemanden hier eine Nummer geschickt. Also mir nicht. Ja, mir. Gut. Warte mal, wie ging denn das nochmal? Oh, das kann ich auch mal machen direkt, ja. Denn das King Drop. Entschuldigung, wo ist gerade der Chief? Drüben. Schwarzen drinne bei euch. Wer hat jetzt alle meine Nummer bekommen? Ich. Ist gut. Oder? Nee, das war. Was jetzt hier. Meine, denke ich mal. Ja. Da, zack. Hier. Schicke ich dir meine auch noch. King, du warst die. Zwei. Oder deine? Hm? Oder deine Nummer, hä? Hab ich doch. Ja, aber warum wirst du nicht gespeichert? Bearbeiten, halt. Ja, hab ich schon. Komm mal kurz mit Werner. Vargas hab ich jetzt. Ja, deine ist auch nicht gespeichert. Oh. Nee. Late Vargas, hier Michael King, jetzt hab ich dich einfach umgespeichert. King, deine Nummer ist die 2917, ne? 7629 ist meine. Ich weiß nicht, wer 2917 ist. Ich hab die Nummer auch, aber ohne Name. 2917 bin ich. Okay, steht kein Name. Du, keine Ahnung. Wie war der Name nochmal? Nathan Fuli, meiner. Ja, das haben wir, das haben wir. Oh, Herr King, Ihre Nummer habe ich noch nicht. Warte. Jetzt? Ich habe nur die Nummer von Toretto. So, Ryan habe ich jetzt. Ja, das bin ich. Wieso schickt mir jetzt die richtigen Namen? Auf den... Ja. Aber kein Name. 7629 ist meine.
7629, wie gesagt, meine. Irgendwie gibt es scheinbar technische Probleme. Hast du jetzt meine gekriegt? Noch nicht. Jetzt? Ja, warte mal, nee. Ich habe bereits einen Kontakt. Habt ihr noch irgendwie andere Modelle außer den Stanier oder den Bravade? Ich habe sie unter dem falschen Namen gekriegt. Aktuell nicht. Oh, war ja. Okay, dann können wir jetzt eigentlich alle nach und nach reinfahren. Ne, die haben keine anderen Modelle. Die haben nur Stanier und Bravado Markt gerade. Welche sind das denn? Also wir haben andere Modelle, aber wir sind... die haben wir jetzt nicht hier. Okay. Ja. Was sind denn das Modelle, die da an Markt sind, also ohne Sticker beklebt? High Command ist das. Macht immer völlig. Ja, das müssen wir... Sollen die auch gleich aussehen? Warte kurz. Oder macht das jeder... Chief, kommst du mal kurz bitte? Wegen dem Anmarkt-Auto? Ja. Wie die aussehen sollen? Fragt Fernanda. Anmarktfahrzeuge wäre vielleicht total genial, wenn ihr kennt ja vielleicht die, weiß ich nicht, ob ihr die schon kennt, ob der Lieferant euch die gezeigt hatte. Wir haben ja die Highway Patrol. Und die Highway Patrol, die hat ja zum Beispiel die Sirenen unten am Unterlauf. Das ist ja im Endeffekt das gleiche Auto. Das wäre halt genial, wenn der Anmarkt unten drunter das auch haben könnte. Das kann ich nur sehen, wenn ich den auf der Bühne hatte. Genau. Dann nimm dir aber am der besten... Farbe und so, sollen die alle gleich aussehen oder sagt mir, dass jeder, der das Auto fährt, irgendwie einzeln, was er haben will? Nein, die sehen alle bitte gleich aus. Ja, deswegen bräuchte ich davon auch nochmal einen da. Ja, hier steht einer. Ich wollte nicht... welche habt ihr noch? Wie viele? Wir können eigentlich jetzt alle nach und nach rein. Nächsten Streifenwagen bitte. Der nächste kommt. Alles gut. Ja, wir wollen ja auch nicht euren Verkehr hier aufhalten, ne? Bitte? Wir wollen ja auch nicht den Verkehr von euch, von euren Kunden aufhalten. Sag mal so, ist von einmal im Flow, dann geht das ja, eigentlich schnell. Ja, vielleicht angebracht, die fertigen Fahrzeuge ein bisschen weiter weg zu parken. Denn ja, jeder Officer, der ein fertig getuntes Fahrzeug hat, stellt sich bitte etwas weiter weg vom Bennys und kann sich ja schon mal mit der Steuerung im Fahrzeug befassen. Am Bordcomputer sind so viele Tasten. Beschäftigt euch dann eben mit eurem Wagen, bitte. Ja. Eure sind noch nicht getuned, oder? Nein. Aber ich gehe kurz mal... Bei mir fehlt noch die Tür. In den Kopf und ich 3 Minuten Standby-mäßig und Werner hat aber den Wagen offen und würde das dann übernehmen. Alles klar, gut. Perfekt. Dass es auf jeden Fall gemacht wird. Ja, perfekt. Da hast du ja Glück, dass die Reparatur nichts kostet, Toretto. Oh Mann, ich hab doch nur mal geparkt, Mensch. Ja, ja. Erinnerst du dich noch an Adam? An Jackson? Ja, aus ja, ja. Ja. Was macht der? Kein MD. Was? Kein MD. Oh, warum nicht? Weil er genauso wenig wie ich mit der Leitung verstanden ist. Mhm. Verständlich. Na, läuft der hier wieder. Habe ich mir das ein oder höre ich irgendwo einen Hubschrauber? Ob wir denn aber einen Richter bekommen? Ob du was bekommst? Was willst du bekommen? Wer will was kriegen? Ob wir einen Richter wieder bekommen? Irgendwann vielleicht mal ist das angedacht, ja. Aktuell sind wir hier die Richter. Naja, so soll es ja auch sein, ne? Mhm. Der Nächste kann rein. Und mit Matti habe ich schon die 72 ist 10-7. Schönen Feierabend euch, bis morgen. Schönen Feierabend, Officer Foley. Schönen Feierabend. Schönen Feierabend.
Ich würde auch gleich 10-7 gehen. Ja, ich mach da noch nicht mehr lange. Hm? Ich mach dann auch nicht mehr lange. Reicht für heute. Ja, müde. Ja. Der Jetlag haut rein, das kann ich dir sagen. Und dann noch so eine putzige Busreise hier. Ja, wie verpasst. Ich wusste, wir so ein komisches Ja, toll, wie deine Typ sich da übergeben hat. Fand ich sehr gut. Was hat er gegeben? Der hat sich ja nur übergeben im Bus, so halb. Ja, schön. Mhm. So, ich geh mal hier. Ich weiß nicht, wollen wir uns mal PD vorstellen? Ja. Nein. Die brauchen es, die stehen alle hier. Jetzt schon? Wir machen Anti-Alles-Einheiten. Na, du hast dich doch gerade hingelegt. So, ab heute sind wir das FBI. Gute Nacht. Ich glaub, SCIV und so, ne? Dieser Muskel ist echt falsch gelegt. Ey, ich muss mal was trinken, jo. Doch, hätte sich schon noch vorgedrängelt. konntest du Dings erreichen? Das geht? Nein, das geht. Ja, ja. Was ist denn das als Stink, als mein Handy klingelt? Wie viel habt ihr eigentlich noch? Nicht mehr viele, oder? Ich glaube, das war's dann erstmal. Ja, krass. Also wir haben da auch andere Streifenwagentypen, aber die haben wir jetzt nicht hier. Ja klar, Robert, hey. Ja, du hast die SUVs noch nicht gesehen. Was? Ja, ja. Was? Bitte was? Was? Perlny. Und eins wird die 02, komm. Die 01 für 02 kommen. Ja, hört. Ging jetzt bei dem Anmark die Blaulichte unten an der Leiste? So wie ich voneinander verstanden habe, nicht, aber du kannst gerne nochmal fragen. 10-4, 2 Ende. Mal kurz was nachfragen. Mhm. Warte mal, ich glaube, deine Scheibe ist kaputt, ne? Beifahrerseite. Mhm. Sieht die Seite ist doch dunkler, oder nicht? Ja. Ja, die ist kaputt hier. Warte, ich repariere sie mal eben. Fernanda. Muss da jemand drin Auto machen lassen? Hat man mich im Funk gehört? Senior King? Ja, hat man. Ich glaube, das war's dann. Ja. Ich möchte noch einmal an den Autos vorbeigehen. Wir haben uns bei ein, zwei Autos in den Pearl-Effekt vertan. Wir haben ein falsches Blau genommen. Stehen die noch draußen? Die stehen alle noch draußen. Okay. Entweder rechts oder weiter hinten stehen sie, glaube ich, noch. Alles klar. Also da stehen welche und da stehen welche. Du sag mal. Ja. Wie ist das eigentlich mit Action? Haben Sie das gehört? Hm? Entschuldigung. Nein. Entschuldigung. Der Wagen ist auf jeden Fall fertig hier. Perfekt, danke dir. Kein Problem. Was hast du? Ex-Chef, werden die auch gesiezt oder dürfen die duzen? Wer? Mein Ex-Chef. Die 1 für die 70, bitte kommen. Ich kann nicht plötzlich einfach gehen zu siezen, das ist auch doof. Naja, Zivilisten sollen eigentlich immer geziezt werden. Aber wenn du den jetzt kennst oder so, wunderbar. Gut befreundet, dann kannst du auch duzen.
Ich frag Mario, naja, einfach nochmal sicher zu haben oder so. Na, Mario hat aber vor uns gesagt, eigentlich sitzen. Ja, aber ist ein Ex-Chef. Ja, und wenn du mich gut verstehst mit denen und dich den länger kennst, kannst du ihn auch duzen, ist dann nicht das Problem. Sehr schön. So, ich fahr erstmal die Karre hier raus. Ja, mach das. Dann einmal zurückkommen zum Benny Werner. Bin schon da. Sind vier. So, dann Kurzinformation in den Funk an alle Officer. Die Wagen, die ihr euch da in der Garage gekauft habt, sind eure persönlichen Dienstwagen. Das bedeutet, ihr habt die Verantwortung für die Fahrzeuge. Ihr habt gehört, Reparaturen gehen auf Staatskasse. Ihr könnt in den Kofferraum Dienstequipment reinlegen, später Benzinkanister. Da werde ich aber nochmal im E-Mail-Verteiler eine Liste rausgeben, was ich gerne hätte, was ihr im Auto habt. Und das erste Tuning ging dann jetzt auf Staatskosten. Alle weiteren Tuning-Maßnahmen für weitere Dienstwagen, die ihr bekommt, müsst ihr dann aus eurer Tasche tragen. Eins, Ende. Ja, tanken scheint nicht zu gehen. Ne, deshalb muss man aufpassen beim Sprit, sonst bleiben gleich die Autos liegen. Schlecht. Wie, wir können nicht tanken? Nee. Ne, ich war in den Zapfsäulen, da geht nichts. Kannst du einen Benzinkanister? Nee, gar nichts, hält gar nichts. Da ging nichts. Oha, das ist schlecht. Naja, okay. Ja, ich frage mal eben kurz die Mechanikerin. Die würde ja wissen müssen, dass die das vielleicht mal sich da mit den diversen Tankstellenbesitzern auseinandersetzt. Ich bin sofort wieder da. Mhm. Frag mal, was das Tuning denn kostet. Nichts. Naja, jetzt aber wird jetzt die nächste. Das Fahrzeug mit dem Tuning kläre ich bei Zeiten King. Da muss erstmal gerechnet werden. Achso, alles klar, 10-4. Das war jetzt gratis in die nächsten Kostenjahre. Ich hab noch gar nicht alle Nummern von euch. Ja, Marshall, ich hab deine Nummer noch gar nicht. Ich hab grad einen Airdrop gemacht an die Runde hier. Was ist deine Nummer? Oh, den hab ich wohl verpasst. Nee, nichts bekommen. Ich auch nicht. Jetzt? Nope. Dann ist. Vielleicht näher ran. Wie ist dein Name? Ah, jetzt habe ich ihn. Mein Dano. Warte, ich schmeiß auch einmal eine Runde. Ich weiß nicht, wer hat das gekriegt? Ich nicht. Du. Rein er. Ja, das ist King, Michael jetzt? King. Ja, ich noch nicht. Ah. Jetzt? Miss K-Cat. Warte, ich nämlich auch. Ja, der komischerweise nimmt er die von den. Nadelchen. Das bin ich. Ach so, der zeigt dann immer die anderen. Ah, jetzt kapier ich. Muss man sich vor denjenigen stellen oder wie ist das dann? Ja, so nah wie möglich. So nah wie möglich. Ich sehe alles auch von Frau Martinez. Frau Martinez? Ja, danke schön. Ich hab's eigentlich an euch. Haben sie gekriegt, meine? Ja, habe ich. Meine auch? Sehr schön. Nee, noch nicht. Oh, schicke ich nochmal. Ja. Sehr schön. Habe ich. Sehr gut. Und dann gehen wir hier mal bei rum. Von dir habe ich noch nicht. Perfekt. Du hast noch nicht von mir. Wie geht sowas? Mensch. Oder? Auch perfekt. Ich guck nochmal. Sehr gut. Hast du was bekommen? Läuft am Schnürchen. Habe ich da. Sehr schön. Na, haben wir es doch jetzt. Warum habe ich denn hier eine Nummer ohne Namen? Meredith, du hast nicht, ne? Welche Nummer ist das? Ist das vielleicht so eine Notfallnummer gewesen? Nee. 376. 7629. Ja, das ist unsere Leitstelle, glaube ich. Das haben wir alle drin. Ich habe das auch drin. Ich hatte jetzt schon zwei Nummern ohne Namen, deswegen. 7629 ist bis meine. Stimmt, ich habe ich nicht. Das ist meine Schlecht. Nummer. 376629. Ich habe Media Martinez, Memphis Toretto, Meredith King. Das müssten alle um mich rum sein, ne? Vier. Nee, Michael King. Nein, er.
Ja, ist Michael King. Warte mal. Klingelt das? Klingelt. Bei dir? Ja. Okay, dann warst du das. Ja, diese 367, die. Hä? 376, 7629 ist meine. Ja, dann müssen wir den Namen manuell eingeben. Irgendwie geht das nicht. Ja, hat schon uns auch irgendwie, warum auch immer. Wie heißt du mit Namen? Michael King. Michael Michael. King. Okay, dann gebe ich ein. Und speichere das dann so. Der hat sich jetzt unter Hashtag gepackt. Ganz ohne. So, ihr Lieben, ja, jetzt haben wir auch das Problem mit dem Tanken geklärt. Aus, hörst du mich auch? Was denn? Ja, ja, ja. Ob die Maus mich hört? Ich glaube, da sind. Doch, doch. Ja? Sie hört dich. Okay. Ja, ja, hat sie. Wir hören alle dich. Sehr gut. Also, es ist ultra kompliziert und wir müssen jetzt gerade offen reden, weil das kann ich euch anders nicht erklären. Mhm. Bodenlos. Es ist so, ihr habt hier ein sogenanntes Augenmenü. Das müsste standardmäßig auf der Alt-Taste sein. Das habt ihr wahrscheinlich jetzt schon zwei, dreimal aus Versehen betätigt und euch gedacht, was ist das denn? Mit diesem Augenmenü. Ah ja, doch, wenn, wenn du es gedrückt hältst. Okay. Genau, mit diesem Augenmenü müsst ihr alle Gegenstände wie Kös, Tankstellen, ja, das Ding ist, ich weiß nicht, Werner, ob du die Belegung komplett zurückgesetzt hast. Wenn du das nicht getan hast, hat er? Habe ich. Dann ja, so ist es so. Du musst eingedrückt halten, bisschen, dann ist ja, ein schwarzes Auge, es ist zu dunkel. Ist ja, ich muss auch ein bisschen bei gucken, ihm ist eh alles zu dunkel, sagte er gerade. Ja, das kann sein von der Helligkeit her, weil die andere Settings haben. Ich muss da auch ein bisschen schauen. Das ist alles am ersten Tag ein bisschen viel. Deswegen, und ich kann euch sagen, mein E-Mail-Verteiler steht auch nicht still. Also doch, habe ich auch. Aber bei mir ist halt total finster. Werner, das habe ich auch. Alles da gut. Müsst ihr mal gucken, ob ihr da in den Kopfeinstellungen noch irgendwas an der Helligkeit ändern könnt. Weil es kann halt da auch sein, wenn ihr die Einstellungen zurückgesetzt habt, dass auch diese Einstellungen vielleicht verloren gegangen sind. Ich finde es auch ein Ticken zu dunkel, da müsst ihr auch gleich nochmal gucken. Aber das Ding ist, in diesem Augenmenü müsst ihr dann die Tankstelle genau ins Auge nehmen und dann ganz energisch tanken wollen. So funktioniert das auch mit Kös und mit allem anderen. Also das angucken das und dann... okay. Genau, und dann energisch quasi tanken. King? Ja? Die Garagen. Wenn die Leute jetzt ihre privaten, ihre Dienstwagen zum Beispiel in die private Garage einparken wollen, ist der dann im PD trotzdem auch wieder über den Parkwärter ausparkbar? Oder müssen die Dienstwagen im PD eingeparkt werden? Das kann ich dir jetzt auch nicht so sagen. Ja, ich nehme mich auch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, es sind ja quasi die privaten Wagen, nur dass die Garage... Ist es eine private Garage beim PD? Dann müssten sie drinnen sein. Ansonsten kann es sein, dass du die Wagen dort einparken musst. Ja gut, aber wenn ich da mal reinkrätschen darf, ich sag mal, jeder fährt ja eh wahrscheinlich mit seinem privaten Fahrzeug zur Dienststelle. Ja. Da kann man auch gleich direkt sein privates Fahrzeug da erstmal parken. Erstmal musst du ein Privatauto haben. Genau, hab erstmal müssen die Leute... Ja, ich nicht. Ich hätte es. Wie ist das, wo wir gerade beim Thema sind? Müssen wir den vor einer Straße parken oder können wir den auch auf dem Hof fahren? Ihr parkt eure Dienstwagen. Nee, private Fahrzeuge jetzt meine ich. Ja, private Dienstwagen werden auf dem Hof hingestellt. Und zwar, wenn ihr reinkommt, ist ja ganz hinten rechts quasi diese Parkreihe. Da stellt ihr die privaten Autos hin. Und die Dienstwagen, die parken wir dann gegenüber in diese Parkbuchten rein. In der Garage steht immer das Chief-Fahrzeug. Und gegenüber von den Privatautos stellt ihr dann da, wo Platz ist, die Wagen hin. Sollten wir natürlich irgendwann so viele Officer sein, dann könnt ihr auch gerne die Tiefgarage nutzen für die privaten Fahrzeuge. Alles klar. So, und vor der Türe, die ersten drei quasi an dem Über, also wo ihr ja hochgehen könnt, wo auch die Armaturen für die Feuerwehr sind. Das für die Leute sein, ne? Genau, das ist eigentlich dann für Zivilisten, damit eben da
auch die ihre Autos abstellen können. Ja, deswegen, das war halt der Hintergrund halt, ne? Ja, Quatsch, so, wieder jetzt alles die einzelnen alle Einheiten, wir fahren dann jeder mit dem Dienstwagen zurück zum PD und dann parkt jeder den Wagen bitte ein. Let's go. Wieder mit Blaulicht? Negativ, ohne Blaulicht.